So, hallo YouTube. Wir spielen jetzt endlich mal 7 Days. Wir haben jetzt aktuell den 17.3. und ich bin gespannt, wie das neue aussieht. Mit dabei ist natürlich Andi. Hallo. Ja, und jetzt wollen wir mal hier ein neues Spiel machen. Andi und Olli, ja, meinetwegen. Oder minus LP. Oh, verdammt. Das A, O, A und das O, nein, Mann. LP, A, O, O. So, Never's Game, auf gar keinen Fall. Neue zufällige Welt, nein. Regen 1 mit 10k, vielleicht ein bisschen groß. 8k, gibt es keine 4k? Nö. Gibt 8k und 6k, dann nehmen wir 6k. Das sollte groß genug sein. Okay. Zwei Spieler. 24-Stunden-Zyklus. Wir haben uns geeinigt, dass wir erstmal 2 Stunden machen. Das Spielepasswort ist: Geht dich nichts an? Nein, warte. Moment, nochmal. Nein, ist auch zu lang, Mann. Oh, warte. Ja, genau. So, ich muss das jetzt noch Andi schicken. Ja, ja, ich weiß, ihr denkt jetzt auch, was geht da ab, aber ich muss das Andi schicken. Du wolltest ja keine Einstellung vornehmen. Nein. Das ist das Passwort. Weil es ja immer grundsätzlich ein globaler Server ist. So, Blutmundhäufigkeit alle 7 Tage, Blutmunddauer 0 Tage, Morgenwarnung morgen. Nachtzombie-Geschwindigkeit, Entschuldigung. Sprinten, sprinten, sprinten. Was ist das denn? Das ist so Standard eingestellt. Albtraum, ah. Am Tage? Wildzombie, Blutmund? Nein. Morgen? Ah, Tag-Zombie-Geschwindigkeit gehen. Spielerblockschaden, KI-Blockschaden, das lassen wir eigentlich alles wie es ist. Abwurf aus der Luft alle 3 Tage, erscheinen der Gegner an. Blutmundanzahl lassen wir erstmal 8. Wir können ja immer noch, ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt ist, fallen beim Tod immer alles. Das ist sonst echt doof. Ne? Ja. Respawn alle 30 Tage. Ich kann da jetzt nicht wirklich richtig drauf reagieren, bitte. Aber ich sehe es. Ich hoffe ihr nicht. Todeszone des Gebiets, keine Ahnung. Gebietsschutzdauer. Verfall des Gebiets. Härtemodifikation des Gebiets online, offline, Offline-Verzögerung, Schlafsack-Todeszone 30, Schlafsack-Dauer 45, 60, Bereiche, Teilen von Kills, 10.000 Meter, Spielerport, meinetwegen, gibt es denn sonst noch was einzustellen? Fallen lassen beim Tod, alles, Beutemenge 100%, klar. 30 Tage, ich wollte gerne, dass man die sieht, Abwurf aus der Luft markieren, genau. Alles klar. Dann wollen wir mal. Du müsstest mich jetzt unter Freunde gleich finden. Und dann muss ich euch einen Cut verpassen, weil dann muss ich cheaten. Ihr wisst, man spawnt nicht an der gleichen Stelle. Dann cheate ich mich zu Andi rüber. TP, ich weiß nicht, wie es geht. Ich muss googeln. Das lädt jetzt. Wir gucken mal, wie lange es geht, wie viel Spaß es macht, wie viele Probleme es gibt und so weiter. Kommentare sehen wir gerne. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Wir spielen das jetzt für uns im stillen Kämmerlein, vorerst zumindest. Den Rest müssen wir dann mal schauen, ne? Ich schneide hier jetzt für euch einfach mal ab. So, jetzt ist Andi da. Hier ist alles, wie man es so kennt. Weiter. Weiter. Nein, ich habe bitte kein Tethering. Okay. So, Andi, Freundschaftsanfrage. Damit ich dich überhaupt auf der Karte sehe. Wieder annehmen. Hast du angenommen? Ja. Ja, super. Map. Was, da bist du? Nee, das ist. Wo ist denn jetzt Andi? Friends. Auf Karte. Da ist Andy.
Okay, ich muss jetzt F8 nicht bewegen oder so, ne? Du musst da bleiben, nein, wo du bist. Wie macht man das denn jetzt? Jetzt habe ich wieder Pause gedrückt. F7 ist was anderes, F6. Ich muss nachgucken. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss F1 machen. Dann nehme ich den GM. Oh, nicht. CM. Kreativmenü. GM. Error, was war denn das? Ich will ja eigentlich gar nicht das Kreativmenü, sondern DM, Debug-Modus. Okay. Jetzt muss ich wieder zu Andi. Es ist doof, dass man nicht gemeinsam starten kann, aber das lasse ich mir nicht nehmen. Shift, Steuerung und Klick. Jetzt bin ich da. Wenn ich Andi sehen würde. Hinter dir. Okay. Jetzt muss ich wieder F1, muss wieder den GM rausnehmen. Okay. Error? Nein, Debug-Modus, so hieß das Ding. So. Okay. Guck, guck. Guck, guck, guck. Wie siehst du dann aus? So wie du. Okay, also, was müssen wir als Quest machen? Fertige Pflanzenstasen sammeln. Mir erstmal auffällt, das Spiel wirkt hyperflüssig. Ich krieg gerade einen an den Augen. Schlafsack fertigen, 1. Schlafsack platzieren. Uff, wieso ist das so durchsichtig? Da haben sie aber auch rumgefingert. Oh, der Schlafsack sieht anders aus. Wir spielen Vanilla. Ihr habt ja gesehen, was wir eingestellt haben und was nicht. Schlafsack klassiert. Schlafsack wieder aufheben. Fertige Steinaxt. Alles klar, Herr Kommissar. Oh, was sind das? Da sind zwei. Ach, guck mal. Du kriegst jetzt angezeigt, was du sammeln sollst mit gelben Dingern. Uff. Ach, deswegen ist das so Frami. Obwohl, Frami ist das gar nicht. Warte mal, was war das? F8, ne? Was war denn jetzt hier? Mensch, ihr könntet mir das alle beantworten. Da, F9. Boah, stabile 60 Frames. Lass das mal einen Augenblick an. Das ist angezeigt, kriegst du es mega nice. Echt, wo siehst du da was? Na hier, es sind überall so gelbe Hammer mit so einem Dingen. Hast du schon den Schlafsack fertig? Ja, so Steine und noch Steine sammeln. Hier sind überall in der Welt so gelbe Dinger. Fertige Steinaxt. Hast du es nicht? Doch. Diese gelben Dinger? Doch. Okay. Pflanzenfasern Hose fertigen. Pflanzenfaser Hemd fertigen. Ah, ich habe schon so einige. Warte, was war das? R, um alles Behälter zu wechseln. Wo ist denn diese Knopferklärung? Ah, da. B. Tragen. Fertige Holzknüppel, Holz sammeln. Ich habe schon so einige Stunden in dem Spiel, auch wenn ich mich gerade anstelle wie so Noob, aber es ist irgendwie alles anders. Wir haben diesmal keine UE, ne? Du siehst ja unten Hunger und Wasser unter dem deiner Gürtelleiste. Hast du einen Hunger- und Wasserbalken. Man braucht jetzt keine UI. Und der obere Balken ist deine EP. Siehst du das? Blau ist Wasser, grün ist Essen. Und oben ist dein EP-Fortschritt. Kannst du das sehen? Ja, musst du erstmal überlegen, wo. Ja, deswegen braucht man jetzt keine UI mehr. Ich glaube, das gab es aber auch schon viel früher. Holzknüppel fertigen. Fertige. Komm mal, fertig. Zack. Allerdings werden wir noch, was jetzt nicht drauf ist, wird aber noch kommen. Wir werden noch die Automod drauf tun, die Fahrzeuge. Und wahrscheinlich eine Rucksackmod. Ganz ehrlich, oder? Ja. So, Holz sammeln habe ich. Pflanzenfaser sammeln habe ich. Federn sammeln. Kleine Steine sammeln. Okay. Habe ich nicht. Was hast du nicht? Federn. Ich auch nicht. Muss ich auch noch machen. Federn sammeln und kleiner Stein. Mal gucken. Kriege ich hier auch wieder so ein Hilfezeichen? Ja, da. Riesennest läuft. Hab auch eins. Super. Primitiven Bogen fertigen. Steinfallmunition. Primitiver Bogen. Steinfall. Da hinten. Ein Pfeil. Ja, das ist ja mal ein Spiel. Rahmenform fertigen. Alles klar. Oh, das sind die neuen Rahmenformen. Da bin ich gespannt.
Da brauche ich sowieso mehrere, also gehe ich erstmal Fettholz sammeln. Oh, ich bin auf die Cities gespannt, aber ich will auch die neuen Questen und die neuen Sachen, die jetzt hier drin sind, nicht vernachlässigen, ne? Will man schon sehen. Wie jetzt hier diese Hilfezeichen für deine Quest. Oh, du musst auch keine drei Rahmenformen mehr verbessern, nur noch eine. Oh. So, das sind die neuen Frames, soweit ich weiß. Die will ich natürlich wie immer haben. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist drehen, R gedrückt halten, ist die Form wählen. Heilige Scheiße. Guck mal, was du machen kannst. Guck mal hier. Ja, ich weiß. Das hast du schon gesehen? Dass du sowas kannst? Was jetzt schweben platziert wird? Nein. Guck mal, was für Bauteile. Ui. Ja, kannst du krass bauen. Ja, Mann, kannst du voll krass bauen. Was haben die denn da gemacht? Boah, noch mehr. Ich kann... Oh, ich muss einen Galgen bauen. Nee, R gedrückt halten. Sollst du keine Förmchen bauen, du sollst ja einer Quest folgen. Sollst du den Sabbel halten? Ey, da kannst du sogar draufstehen. Och Mann, das passt nicht. Wie kacke ist das denn bitte? Oh, was? Warte mal, oder braucht man den da? Ah, man braucht den da. Pass mal auf, ich kann ihn ja wieder aufheben. Das ist auch voll cool. Du baust, kannst dir das richtig gut angucken. Pass auf, was ich jetzt mache. Ich muss das machen. Das geht nicht anders. Jetzt ist der mittig. Die wollen mich doch veräumeln. Der ist jetzt mittig, den ich eben hätte gebraucht. Na toll. Ne, den will ich aber nicht. Reise zur Siedlung, Onkel. Ja. Nein. Warte. Ich habe den noch nicht abgegradet. Warte. Oh, guck mal. Ich habe einen Galgen. Ja. Ey, das ist mega. Muss den noch aufwerten. Das ist ja mega, was du da für schöne Sachen mitbauen kannst jetzt. Oder? Mhm. Wollen wir bauen? Jetzt mal im Ernst, da kannst du ja also nur so verschönerungstechnisch einiges mitmachen. Boah, das ist ja mega cool. So, 3. Den platziere ich, weil ich wissen will, wie der abgegradet aussieht. Nicht schön, aber selten. Oh, 500 HP haben die jetzt. Oh, cool. Vor allem, du kannst die Form schon setzen und dir dann angucken. Gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich. Dann reißt doch wenigstens weg. 500 HP, hallo? Das ist das Upgrade. Oh, guck mal, ein Huhn. Falls wir Auto hauen und wir brettern hier lang, brichst du wahrscheinlich dagegen. Bis dahin haben wir aber auch bessere Waffen. Oh, Huhn ist ein One-Hit. Ich habe Essen und einen Knochen für ein Knochenmesser. Oh, Knochenmesser. Rezepte. Knochenklinge. Brauch mal 5 Stück. Ui. Was sagen meine? Immer noch gut. Kleine Steine, ich muss sagen. Oh, da, guck mal, hier wird mir extra angezeigt. Warte, ich merke mir erst die anderen. Die da. Und dann... Nehme ich den da. Also das ist wirklich sweet. Nein, die nehmen die Steine dann wieder weg. Oh, das ist eine Sauerei. Ich habe gedacht, ich kann jetzt 10 Steine kriegen. Fertige Lagerfeuer und platziere Lagerfeuer. Oh, die haben mit den Questen aber richtig gut gemacht. Das ist schick geworden. Was ich mir nur noch jetzt wünsche, ist etwas aus der Tasche zu benutzen. Finde Händler. E drücken. Aha. Wie viele Kilometer?
999 Meter. Jupp. Vor uns die Straße, wa? Ich werde erstmal verändern, fallen lassen, zerlegen. Ich will dich reparieren. Ausrüsten, hä? Kann man nicht mehr reparieren? A wäre reparieren. Boah, bestimmt Stein oder sowas. Hä? Hier ist ein Stein. Boah, ist das schnell. Ja, ich kann meine Steinaxt nicht reppen. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Nehmen wir erstmal ein paar Steine hier mit. Ich lasse mich gerade mal voll auf das neue System ein, weil bei Empyrion haben wir uns nie darauf eingelassen und das Spiel einfach nur verdübelt. Was weiß ich, Beat? Und vielleicht, wenn wir uns jetzt darauf einlassen, weißt du, was ich meine? Dass das dann etwas schöner wird. Stell mich zwar gerade an wie der letzte Honk. Die Steintexturen sind immer noch scheiße. Okay, Händler, 1 Kilometer. Welche Richtung? Da 1 Kilometer in die. Jupp, yep, ist derselbe wie bei mir. Super. Let's fetch. Oh, aber besser durch die Butteranik. Vielleicht finden wir noch Nester. Also laufen tut das Spiel wirklich schöner. Es ist, hingegen was ich gehört habe, dass es schöner aussieht, kann ich jetzt nicht sagen. Sieht genauso aus wie immer. Aber es läuft bombastico. Oh, die hat Kundschaft. Oh, Moment, ich brauche ein bisschen Ausdauer. Junge Frau, don't... Au, Gummiarm schickse. Weg mit dem Arm, jetzt touchte keinen mehr an. Ja, wie lange machen wir das denn immer? So 20 Minuten, 25 Minuten sollten reichen, ne? Hühnchen. Denke ich mal. Und Batterie. 2 Hühnchen. What the fuck ist denn hier los? Hühnerparade. Ding, 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 ding. Muss ich ein Knochenmesser bauen können. Knochenmesser. Fertige. Sollten wir mehr rauskriegen. Ui, da schnippst du jetzt aber lang dran rum. Das ist nur ein Hühnchen. Das ist eine kleine Vorspeise. Noch ein Huhn. Ja, die habe ich beide stehen. Vorhin gesehen. Super, ich habe Knochenklinge. Soll ich dir auch direkt eine machen? Ja, wa? Kannst du? Dann kommen sie mal her. Hier immer so eine Nachladedinger. Ja, ja, das ist normal. Ja, noch eine Klinge. Hast du gekriegt? Ja. Okay. Ja. Ist auch gut mit aufschlitzen. Dann gerade mal ein paar Frames basteln. Aha. Die Bodentapete ist besser geworden, das stimmt wohl. Die Bodentapete. Weißt du, was ich meine? Hier das Gras zwischen den Grasbüscheln. Ja, ja. Aber ich sehe, wo die Leistung hernehmen. Ist dir mal was aufgefallen? Guck mal hier. Bleib einfach liegen, Hannes. Guck mal hier. Wann hast du in 7 Days mal so viel Freifläche ohne Grasbüschel gesehen? Noch nie. Mhm. So holen die sich die Leistung. Find aber nicht, dass das schlimm ist. Ist da wieder ein Gockel auf der Straße. Ich gerade verprügeln. Ey, da haben wir nicht dran rumgespielt. Oh, die Kadaver Olli hier macht muss ich gleich umbauen. Olli macht Gockel. Ich mach Kadavers. Wollte ich gerade sagen, die Kadaver müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Axt nur, ne? Ja, ja. Ah, ist das schön. Ja, wir haben wieder Donnerstag, ne? Und Donnerstag wollen wir versuchen, immer aufzunehmen. Eigentlich Dienstags und Donnerstags. Ja, aber Dienstags machen wir so irgendwas anderes. Da vorne hobbelt eine Hase. Au. Nitrato. Prost. Straße weiter runter. Sehen. Ding, ding, ding. Was haben die denn? Die haben gut Viecher hinzugefügt. Oh, das wird ein Hillbilly-Nummer. Der ist schnell. Einfach mal weg. Ach, da kommt ein Krabbler. Er ist mir entkommen. Der Karnickel hat's geschafft. Vorne ist wieder der Bauer. Bauer sucht Frau. Okay,
könnte ich dich ja versuchen loszuwerden. Wow. Der war jetzt fies. Okay, die sterben schnell. Wir spielen ja auch auf normalem Schwierigkeitsgrad. Wir wollen ja den ganzen neuen Stuff genießen. Ja, die Sachen plöppen ganz schön rein auf die Entfernung. Der Zombie gerade auch. Darf ich auch mal? Naja, Schrulle. Du kannst du. Oh, der Zombie sieht gut aus. Schöne Jacke. Kann ich gebrauchen. Gib mal her. Hat mich gehauen. Weiter auf die Nudel klopfen. Ja, guck dir das an, wie viel Grasbüsche hier fehlen. Siehst du das? Hier ist alles Freifläche. Nichts Abbaubares, oder? Da habe ich noch nie gesehen bei Seven Days. Okay, so haben sie sich die Performance geholt. Finde ich jetzt nicht schlimm. Aua. Der ging genau zwischen die Beine. Könnt ihr jetzt was sagen, aber ich lasse es lieber. Warum? Lass frei Lauf. Brauchst du doch eh nicht. Ach, da bist du dir da so sicher. Nur weil ich schon so alt bin, oder was? Meinst du, ich fummel nicht mehr? Kann ich aber dir das Negan und die Nadel auspacken? Brauchst du ja auch nicht mehr. Wo bist du denn? Da, wo du nicht bist. Bin hier bei so einem Hühnerstall. Da brich ich jetzt ein. Mach doch nicht auf. Oh, hier ist ein Loch. Ah, nein. Erstmal die altbekannten Frames, da fühle ich mich besser. Ups. Oh oh, da wohnt schon jemand. Komm raus. Der kommt eh hinterher. Hier draußen geiert auch schon einer rum. Hannes 2.0. Oh, nicht gleich den Kopf verlieren, Kollege. Oh, Rucksack. Pistole, Pistole, Pistole. Oh, das ist echt schick geworden. Hier ist eine Tür. Oh, man hätte auch andersrum reingekommen, Andi. Mhm. Erl ist auch am Start. Wo ist Peggy? Andi braucht noch Kochtipps. Aber nicht von Peg. Der war auch wieder fies. Auch schick geworden. Andi? Hm? Wo bist du? Ja, hier draußen. Die Regale kann man auch durchsuchen. Und dann komm mal zu mir. Hier ins Regal. Erstmal fast plündern. Prinzip. Selbstgebaute Pistole. Du bist ja unsere Knallerbse. Im linken Regal. Ich bin eher der Mili und Andi ist eher die Rat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 an. Ich bin doch keine Knallerbse. Kaninchen, Kaninchen. Wow. Du Cheater. Oh. Alter. Der Roger ist von Alice im. Aus Alice seinem Bau abgehauen. Boah, hast du das gesehen, ey? Flup, 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 flup. Ah, da kommt Erl. Also hier diese kleinen, wie soll ich die nennen? Du weißt schon, was ich meine. Sind schön geworden, die kleinen Wohnwagensiedlungen. Oh ja, die sind wirklich schön geworden, ne? Auch vor der Tür. Ah, du bist das. Ich wollte dir schon eine brezeln. Sieht halt auch schon gammelig aus. Wir brauchen bessere Klamotten, ganz dringend. Du bist böse. Ach, Andi, weißt du, hab dich lieb. Hier ist eine Tasche, nur für dich. Hab ich schon aufgeschlagen. Ja, da draußen was. Hast du leer gemacht, die Tasche? Da unten. Ne. Ich will mal ein bisschen im Klo. Erst hatte ich ja keinen Bock, aber ich muss zugeben, jetzt habe ich wieder Bock. Auf ein Steinspeer? Auf was? Stufe 2? Steinspeer? Nö, nö. Alles gut. Also erst hatte ich... Weg.
Erst hatte ich ja keinen Bock, aber ich muss sagen, jetzt macht's doch Spaß. Gibt wieder Neues zu entdecken. Oder? Mhm. Ich rapp mal eben meine Quip durch. Was ist denn reparieren? Reparieren ist A. Willst du einen Steinvorschlaghammer haben? Benutzt du ruhig. Oh, ich habe eine Wench. Stufe 2. Ja, benutzt du? Ja, mein Rucksack ist recht gefüllt. Das wird gescrubbt. Und gibt's hier nicht noch? Ja, gibt noch den Autosortierknopf. Oh, ich habe einen Jeans. Hast du schon eine vernünftige Hose? Nein. Dann komm mal zu mir. Ich kann dich so nicht Nein, rumlaufen lassen. Nein, zieh sie selber an. Nein. Ich habe eine Schlabberbuchse an. Ja, im Briefkasten. Dafür nehme ich das Skillbuch, was ich gerade da drin gefunden habe. Für dich ein Jeans. Bogenschießen für Ranger. Hast du? Ja, ne? Ja. Bogenschießen für Ranger, Band 6 willst du haben? Hier im Briefkasten. Ich weiß nicht, welches ich kenne. Wo ist das hier in dem Ding, ne? Bogenschießen. Durchbohrereisen. Bogenschießen. Hobbybogenschütze. Ich habe keine Ahnung. Ach, Bücher da. Bogenschießen für Ranger. Ich habe Rang 7 gelesen. Lest du. Machen wir wie immer. Jeder liest das, bis er was hat, was er schon kennt. Jeder liest das, was er findet, bis... Sonst nimmt das kein Ende mehr. Du kennst das, ne? Einfach lesen, was du findest, es sei denn, du kennst das schon. Sonst hat das nie ein Ende. Kennst das ja. Ich habe keine Schuhe. Nicht mal Füße. Doch, du hast Füße. Ah, hier ist ein Hund. Das ist ein Hundekäfig. Ja, war auch in dem Ding, wo ich eben war. Ich höre da was rennen. Die Stühle kann man abfetzen. Alles Schnitzel gefunden. Ach, da kommt Hannes wieder. Okay. Köter! Komm raus! Zu spät! Oh shit! Komm raus! Ich schaffe es nicht! Offen. Verblute! Hast einen Verband! 25 HP, ich lege jetzt meinen Schlafsack hier ab, da kannst du aber glauben. Machen wir beide. Warte, lass mich vorgehen. Wow, ich hatte ihn schon fast fertig. Hätte nur noch einen Schlag gebraucht und hab geheult wie ein kleines Mädchen. Aber der sieht auch krass anders aus. Ist der bei dir auch so grün und man sieht die Rippen? Warte, ja. Der ist ein bisschen angekokelt. Mhm, genau. Aber man sieht das Halsband, das ist auch neu. Ja, der hat ein Stachelhalsband. Krass. Ich bin beeindruckt. Der war hier im Bad. Der hat gerade wieder aus der Kloschüssel gesoffen. Ich weiß nicht, wie oft ich Hasso das beibringen soll, aber der lässt den Kopf nicht aus der Schüssel. Ich habe eine Wench, dann nehme ich das Bett auseinander. Mach das. Ich bin überfüllt. Habe ich dir das schon gesagt? Schmeiß was weg. Ah, da haben wir unsere ersten Federn und Röhrchen. Aber, liebe Leute, sind wir bei 30 Minuten. Bei 30 Was? Minuten angekommen. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen. War die erste Runde. Wir machen natürlich im Anschluss direkt hier weiter. Aber für euch, für heute ist jetzt Sente. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Könnt jetzt abschalten. Bis denn. Tschüss. Tschüss.